Die NASA schlägt einen revolutionären Antrieb für Raumschiffe vor. Statt chemische Antriebe, bei denen Unmengen an Treibstoff transportiert werden müssen, schlagen sie einen Photonenantrieb vor. Mit ihm könnten relativistische Geschwindigkeiten erreicht werden, die deutlich höher als die der chemischen Raketenantriebe wären. Wie funktioniert das? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Raketenantriebe haben einen fast schon tragischen Nebeneffekt. Umso weiter und schneller ich reisen möchte, desto mehr Treibstoff muss ich mitnehmen. Umso mehr Treibstoff ich brauche, also mitnehme, desto mehr Treibstoff brauche ich auch, um wiederum diesen Treibstoff zu transportieren und so weiter und so fort. Es ist ein fast fliehendes Ziel. Umso mehr Treibstoff ich brauche, desto mehr Treibstoff brauche ich. Für einen Marsflug sind so wahre Unmengen nötig. Damit das überhaupt klappt, müssen die Missionen wie die zum Mars auch im Weltraum betankt werden, beziehungsweise dort müssen Tanks gesammelt werden und an das Raumschiff montiert werden. Ein wahnsinniger Aufwand. Deshalb schlägt die NASA einen Photonenantrieb vor. Er kommt ohne Treibstoff an Bord aus. Dabei werden am Raumschiff Sonnensegel montiert, die von der Erde aus mit Lasern beschossen werden oder von Satelliten in der Erdumlaufbahn. Und so innerhalb kürzester Zeit werden sie auf extrem hohe Geschwindigkeiten beschleunigt. Eine Technik, wie sie auch für das Breakthrough Starshot-Projekt geplant ist, bei dem Minisonden auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden sollen, um dann unser nächstes Sternensystem Alpha Centauri innerhalb von 20 Jahren zu erreichen. Da vermuten wir ja mögliches außerirdisches Leben. Aber auch hier im Sonnensystem könnte die Technik für deutlich schnellere Flüge zwischen den Planeten genutzt werden. Der leitende Physiker der Machbarkeitsstudie, die zurzeit entsteht, ist Philip Lubin von der University of California in Santa Barbara. Zitat: Elektromagnetische Beschleunigung ist nur begrenzt durch die Lichtgeschwindigkeit. Chemische Systeme sind begrenzt durch die Menge an Energie, die durch die chemischen Prozesse erzeugt werden können. Zitat Ende. Der Treibstoff ist also das Nadelöhr der bisherigen konventionellen Antrieb. Lubin setzt deshalb auf Photonenantrieb. Kern des Systems ist ein sogenanntes D-Star-4-System. Es kann die Energie von 50 Atomkraftwerken für einen Laser bereitstellen. Damit kann es Asteroiden abwehren oder eben auch Raumschiffe antreiben. Beim Breakthrough Starshot-Projekt sollen damit wenige Gramm schwere Minisonden auf 26% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Sie könnten dann in knapp 20 Jahren Alpha Centauri erreichen. Zwei Nachteile hat diese Idee: Sie würden wahnsinnig schnell durch das Sternensystem rasen und könnten nur sehr kurz Daten erheben, und sie könnten auch nur minimale Funktionen haben, weil sie so klein sind. Zum Beispiel könnte jede Sonne zum Beispiel nur ein Foto machen und es zur Erde funken. Es geht aber in unserem Sonnensystem auch anders. Größere Sonden und nicht ganz so hohe Geschwindigkeiten. Ein 100 Kilogramm schweres Raumschiff könnte zum Beispiel auf 1% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und den Mars so in 3 Tagen erreichen. Die Raumsonde Voyager, die als erste Sonde bisher in den interstellaren Raum außerhalb unseres Sonnensystems erreicht hat, die könnte innerhalb von wenigen Tagen überholt werden und so weiter und so fort. Lubin arbeitet im Moment weiter an seiner Machbarkeitsstudie. Ich bin mal extrem gespannt, wie hoch die Kosten für ein solches Projekt wären und wie schnell es umsetzbar wäre. Also, sobald es Neues dazu gibt, erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr die Weiterentwicklung nicht verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch über neue Themen informiert. Hier geht es weiter, also einfach draufklicken mit Reise zu Aliens, nur 20 Jahre zum nächsten Stern, wo ich mich näher mit dem Projekt Breakthrough Starshot befasse. Also ansonsten, bis dann, bleibt dran.